So, jetzt machen wir so platt. Ach, wir haben ja keine Knarre mehr. Boah, da komme ich nicht lang. Ach, du sagst es, komm. Na dann. Oh, shit. Wow. Raus da, ich geb Deckung. Mach ich. Na dann, komm. Boah, Alter, Alter, Alter. Alter. Die machen alles kaputt, die Jungs. Die machen alles kaputt. Wir müssen oben rum raus. Komm hoch. Ach shit, ey. Da springst du ja direkt vor denen ihre Linse. Das ist ja echt ätzend. Wie soll denn sowas funktionieren? Achso, ich könnte mich auch hier hinhängen. Natürlich. Boah. Voll in die Phrase. Mann, wir haben in ein Wespennest gestochen. Ja, gestochen, geschlagen und es angezündet. So, wo geht's denn hier raus? Da geht's lang. Puh, oh. Dynamit. Alter. Komm. Ah, Schrotflinte. So, sonst noch jemand was? Verbrecher. Da ist wieder Dynamit. So. Boah. Natürlich. Ach. Gott, was wir verrecken heute wieder. Das ist diese verdammten Pisse. So, pass auf, da steht ein Fass. Ich fass es nicht. Was hast du jemand ohne? Ja, ich brauche eine AK-47. Da steht noch ein explosives Fass. Sag mal, das gibt's doch nicht.
Tschüss. Ja. Verdammt, Nate. Ich höre das Feuerwerk bis hier. Was zum Teufel ist los? Lange Geschichte. Kurzfassung, wir müssen sofort hier weg. Das dachte ich mir. Haltet durch. Ich bin bald da. So, hier lang. Hier runter. Und hier in der Gruppe. Aber Alter. Gott, den haben wir auch. Shit, ich hab keinen. Ja, den haben wir. Da hinten ist noch so ein Pisser. Komm raus da, komm raus da. Dabei, Mann. Boah. Hoi. Ah, pass auf, das muss da hoch. So, wenn wir von den Typen kommen, dann auch. Sagst du so weiter? Alter, kann ich das Ding auch benutzen? Yeah! Action, mein Freund! Wo will er denn lang? Da hinten. Da nach hinten. Was? Wo? Wo? Wo ist denn dein Scharfschütze? Wo denn? Ich sehe ihn nicht. Okay, ich probiere es einfach mal. Shit. Oh, Alter, das war aber knapp. Es ist echt nervig mit euch. Sehr schön. Oh, shit, 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 shit. Ach nein! Boah, das mit den Scharfschützen ist ja heftig. Sind noch mehr. Ha, ich hab doch hier ein Scharfschützengewehr. Komm, komm, komm her, die Knarre. Die Entdeckung, Mann.
Alter, geh in Deckung. Sehr schön. Och Mann, die gehen mir auf den Sack mit ihren Dingern. Echt vom Feinsten, ey. Ja, ja, ich bin ja gerade dabei. So. Alter, vom Allerfeinsten. So. Wohin jetzt? Geh mal da von aus hier lang, genau, und dann da oben. So. Und jetzt darüber. Auf das Gerüst! Ah, shit. Ich hab einen. Nein. Boah. So, dann hat's selber erwischt. Ach, komm schon. So. Gut. Geh doch mal aus meiner Deckung. Hey Junge, hier oben kann ich nicht landen. Kraft hier ist zum Wasser. Ja, lande mal. Irgendwie kommen wir zu dir. Lauf weiter, immer weiter. Bei dir denn immer so? Nein. Wow. Ja, schon irgendwie. Ja, schon irgendwie. Ja, absolut. So, hier lang. Komm doch raus, du. Hältst du wohl still? Genau, halt mal still. Einfach weiter runter bis zum Wasser. Einfach weiter runter. Uah. Wenn wir hier springen, dann sind wir gleich unten beim Wasser. Alter, wie soll es denn hier funktionieren? Also hier geht's nicht weiter, wir müssen ja wohl da irgendwo runter. Genau. Können wir es hier fallen lassen? Ich probier's einfach, liebe Leute. Nein, können wir nicht. Kalle knallt gleich mal direkt hier, verstehst du? Schon irgendwie. schon irgendwie. Ja, absolut. So, einmal hier hin. Da waren sie wieder, die Jungs. Komm raus. Ja, weil da so gar nichts trifft, der Kalle, ne? Kalle, guck doch mal richtig. Na, die ist mir. Uah. Wer schießt denn da jetzt? So, jetzt haben wir noch 5 Schuss, genau. Ne, 3 Schuss haben wir noch.
weiter! Ja, weil er halt auch gar nichts trifft, der Kalle, ne? Gar nichts. Shit, 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 shit. Oh, vergiss die, Mann. Wir müssen weiter darüber reden, gerade gerufen. Der Knallkopf. So, den haben wir. Sam, hier runter! Schieß auf die! Vergiss die, Mann! Weiter! Ach, da runter. Boah, Alter! Mein Gott! Ich will nicht wissen, wie oft wir jetzt in diesem Let's Play schon gestorben sind. Aber jetzt weiß ich wenigstens, wie es weitergeht. Oh Gott. Der trifft ja mal gar nichts, der Kalle. So, jetzt. Oh, tipp. Vergiss den Mann, wir müssen weiter. So. Gott verdammt. Oh. Geh doch in Deckung, Mann. Was machst du denn? Ein Schuss. So, einmal hier hoch. So. Oh Gott, ich treffe gar nichts. So, den da. So, der müsste draufgegangen sein. Ja, die ballern aufs Flugzeug. Beeilt euch, sonst läuft euer Tag hier ab. So, da hoch. Und jetzt. Hoch, hoch, hoch. Boah, halt dich fest! Boah! Alter, ich hab schon wieder gedacht, wir fallen schon wieder runter, ey. Was stimmt denn mit euch nicht? So. Hier lang. Oi. Oh. Okay, rein da. Los, los. Boah. Wenn das mal nicht knapp war. Leck mich am Arsch, du. Das war verdammt knapp, was? Die haben mir mein Flugzeug zerschossen, Nate. Uns geht's gut, danke. Wie lange brauchen wir bis Madagaskar? Kein Schatz. Noch nicht. Ich weiß nicht, wovon du redest. Hier, wir sind reich. Herrje, immerhin ein Anfang. Und du glaubst, der Rest ist in Madagaskar? Da war eine Kammer mit einer großen Karte von Madagaskar auf dem Boden, also... Ja, vermutlich ist er dort. Du suchst wohl die Stecknadel im Heuhaufen, Junge. Hör zu, der Schatz war niemals in Schottland, okay?
Was sollte das dann alles, hm? Das Kreuz des heiligen Dismas? Also, wie gesagt, ich glaube, Avery hat Leute rekrutiert. Das Kreuz war eine Einladung. Die Höhlen waren bloß eine Art Initiation. Ach, dann haben wir alle bestanden, was? Glückwunsch, Victor. Wir kriegen Augenklappen und Papageien. Ich kapier's nicht. Warum machen die sich so eine Mühe, nur um Leute auszusortieren? Um sich zu schützen. Avery war der meistgesuchte Mann der Welt zu dieser Zeit. Er brauchte Leute, denen er trauen konnte, um ihren Schatz geheim zu halten. Was meinst du mit ihrem Schatz? Überleg doch mal. Thomas Tu war seinerseits ein erfolgreicher Pirat. Welchen Nutzen hätte er von einer Kooperation mit Avery gehabt? Ich glaube, Avery hat die Kreuze nur an andere reiche Piraten wie er selbst verschickt. Was, wenn sie sich und all ihre Schätze zusammengetan hätten? Dagegen hätte der Gangis Hawaii-Schatz wie Kleingeld gewirkt. Genau. Heiliger Scheiße. Okay, wohin in Madagaskar wollen wir denn genau? Kings Bay. Das war ein Piratenparadies zu Averys Zeit. Das kenne ich gut. Ziemlich großer Ort. Geht's etwas genauer? Naja, die Kartenkammer ist eingestürzt, also du weißt schon. Worüber lachst du denn? Die Leute, die die Höhlen überlebt haben, die Rekruten. Was wäre das Einzige, das sie mitgenommen hätten? Da ist ein Vulkan drauf. Und es gibt einen Vulkan bei Kings Bay. Was bedeutet, wir sollten uns beeilen. Hi, Süße. Hi. Ich habe versucht, dich zu erreichen. Bist du okay? Ja, klar doch. Was meinst du? Ach, bloß wegen all der Überschwemmungen. Vielleicht war das keine so gute Idee, während der Regenzeit nach Malaysia zu fahren. Ja, stimmt. Stimmt, ja. Das hat uns ziemlich lahmgelegt, weißt du? Die Ausrüstung hat gelitten, aber keiner ist verletzt oder so. Naja, solange es euch gut geht. Also geht die Arbeit morgen los? Der Termin wurde verschoben. Sieht aus, als bräuchten wir noch 10 Tage oder so. Och, 10 Tage? Hey, wie wär's, wenn ich mir einfach ein Ticket besorge? Oh, weißt du, das musst du nicht tun. Ist schon gut, ich meine... Diese Typen sind gern übervorsichtig. Wir brauchen bestimmt gar nicht so lange. Okay, na dann. Bitte pass auf, dass dir nichts passiert. Mach ich. Mach ich immer. Hör mal, tut mir leid, ich muss aufhören. Jameson ruft nach mir. Okay. Ich liebe dich. Ich dich auch. Was sagen die Satelliten, Victor? Im Moment überhaupt nichts. Ich habe keinen Empfang. Hey, wisst ihr, was immer Empfang hat? Papier. Okay, diese Route hier müsste uns direkt zum Vulkan führen. Könnte aber holprig werden. Worauf warten wir dann? Okay. Auf geht's.